Natürlich muss man sagen, den Leuten ist auch vieles über den Kopf gewachsen. Das heißt, die Entwicklung hat sich seit der Französischen Revolution, das heißt seit der bürgerlichen Revolution, so rapide vollzogen in ihrer Entwicklung, dass man ja heute sagen kann, der Abstand, der etwa Goethe, Schiller oder Novalis von der Antike, von Sokrates trennt, der ist ja viel kleiner als der Abstand von Goethe bis zur Jetztzeit. Das heißt, Goethe und Novalis und Schiller waren doch im Grunde noch in einer Welt, die der antiken Welt sehr ähnlich war. Da hatte sich eigentlich kaum was verändert. Während Goethes und Schillers Zeiten lebten die Menschen noch in Verhältnissen, die ja fast haargenau dieselben waren. Es gab Pferde mit Wagen, da also waren Räder dran, da wurde eine Kutsche vorgespannt, da waren Kutscher drauf. Das hatte man schon in der römischen Arena, das hatte man schon, ich war bei der Schlacht, bei den Thermopylen. Das heißt, das muss einem ja einmal klar werden, mit welcher gewaltigen Explosion diese Bewusstseinserweiterung durch eine exakte Methodik, durch das Stoßen an der Materie, ich nenne es den vollen Inkarnationsprozess des Menschen, wie explosionsartig sich die Entwicklung dann vollzogen hat. Und wie sehr wir da aufpassen müssen, dass das jetzt gut weitergeht. Sagen wir mal ganz naiv, gut weitergeht. Haben Sie einen zusammenhängenden Satz oder was eine kurze? Nur zurückfliegen. Warum? Wieso nennen Sie es volle Inkarnation des Menschen? Weil doch zum ersten Mal der Mensch ganz mit sich alleine ist. Das heißt, die alten Kräfte haben versagt. Denn schließlich ist ja auch noch, sagen wir etwa, ein deutscher Kaiser, etwa Otto der Dritte oder die Hohenstaufer, sind ja immer noch partiell echte, von Gottes Gnaden eingesetzte Führer gewesen, die die Menschen geführt haben. Das heißt, die Führung des Menschen durch Einzelfiguren in der Gesellschaft, die hat sich ja vollzogen. Man kann das deutlicher sehen, wenn man zurückgeht zu den Pyramiden. Wie alleine noch bekannt ist der Inspirator, wie vom Volke ja nichts mehr übrig geblieben ist in den Dokumenten, in den Pyramiden. Man sieht nur noch den Inspirator, den Führer selbst. Das heißt, alles andere ist verschwunden. Man sieht es aber auch bei Moses. Denn wenn man die Geschichte des menschlichen Bewusstseins lesen lernt, sieht man, dass dieser Moses auch schon etwas in Richtung dieses Materialismus vollzogen hat. Einfach die Geschichte des Judentums. Eine Art Selbstständigkeitsprozess, allerdings in diesem Dialog auf dem Berge Sinai, wo er von oben her gesagt bekam, wie der soziale Organismus auszusehen hat. Man weiß wenig über die Seele, das gebe ich zu. Es gibt allerdings Menschen und Strömungen in der Zeit, die über die Seele doch umfassenderes wissen. Nicht? Also die eine Seelenforschung betrieben haben, die sich durch die Zeit wie ein roter Faden, der verborgen im Untergrunde läuft, der eine gewisse Tradition gehabt hat. Goethe zum Beispiel wusste viel von der Seele. Goethe. Auch schon da nicht so unbedingt dauernd von Psychologie geredet wird, von einem Ismus. Sondern sein ganzes Werk ist doch zu gleicher Zeit die Beschreibung des menschlichen Seelenwesens.
Das heißt, Goethe war eingeweiht in diese Fragen der Seele. Er hat sich darum bemüht, er hat darum gekämpft, in umfassender Weise. Und Novalis auch. Wir sehen auch Novalis als großen Psychologen und Seelenforscher. Und wir sehen den größten in unserer eigenen Zeit, historischen Jahrhundert, Rudolf Steiner, der etwas über die menschliche Seele aussagt, in dieser umfassenden Weise, die hineinreicht in alle Bereiche der menschlichen Arbeit. Man muss natürlich einmal hinhören. Ich glaube, um über die menschliche Seele etwas zu erfahren, denken ja viele Leute, sie müssen in sich hineingrübeln. Aber Goethe, dem Johann Wolfgang Goethe, war es schon klar, dass das gar nicht geht. Dass die Seele des Menschen nicht zu trennen ist von allen anderen Seelen. Dass er sehr wusste, dass der Mensch sich in sich selbst gar nicht mehr erkennen kann. In der Zeit, in der er lebt, war ihm das schon klar. Ihm war klar, dass der Mensch sich nur im anderen erkennen kann. Nicht nur im anderen, das heißt im sozialen Bezug oder im Liebesbezug, sondern auch in diesem Liebesbezug zu allen anderen Gegebenheiten der Welt. Zu den Mineralien, zu den Pflanzen, zu den Sternen, zu den Tieren, zu der Natur. Dass wenn der Mensch sich in diese Natur hinein versenkt, dass er dann sich selbst sieht. Das ist ja, glaube ich, wohl Novalis gewesen, der das gesagt hat. Das Geheimnis von Seis. Ich bin die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Kein Sterblicher hat jemals meinen Schleier gelüftet. Und da gibt es ein Gedicht. Ein Mensch, der einen Weg beschreitet, einen Weg der Übung beschreitet, zieht den Schleier weg und dann heißt es in dem Gedicht, was sah er, oh Wunder, sich selbst. Also, das ist eine Sache des Erwerbens, des Übens. Und dann kann man so natürlich das auch wieder mit hineinnehmen, was bei Freud interessant ist. Es sind ja solche Einseitigkeiten nie so verkehrt, dass nicht ein bisschen davon auch richtig wäre.